Kuckuck, da bin ich wieder. 50 Verletzte gab es in einem Nachtclub in Düsseldorf, als die Plexiglas-Tanzfläche plötzlich einbrach. Die Stimmung war anschließend im Keller. Sie sehen, es ist wichtig, auf die richtigen Partys zu gehen. Hier sind unsere tagesaktuellen Veranstaltungstipps. Mit etwas Glück treffen Sie Volker. Der steht meistens am Eingang und diskutiert mit dem Türsteher. Dienstag, Informationstag der AOK. Was tun, wenn Arbeitskollegen unter starkem Schnupfen leiden? Mittwoch, auf Premiere World startet das erste kurdische Fernsehprogramm. Donnerstag, Premiere. Veronika Ferres hat die Hauptrolle in dem neuen Theaterstück Die dümmsten Kartoffeln haben die dicksten Verkäuferinnen. Freitag. In Schüsseldorf testet die Lufthansa die neuen Bordtoiletten auf Belastbarkeit während des Fluges. Samstag. Die Billigfluglinie Ryanair bietet jetzt Discountflüge ohne jeglichen Service an. Für fast kein Geld kommt man fast über den Atlantik. Uschi Glas hat in einem Interview über Sex geredet. Seitdem bewundert ganz Deutschland ihr Langzeitgedächtnis. Nadja Abdel-Farag will ein neues Leben beginnen und ihre alten Nacktfotos zerreißen und verbrennen. Verbrannt hat sie die Fotos schon, jetzt denkt sie fieberhaft darüber nach, wie sie die Asche zerreißen soll. Traumpaare, es gibt sie, Susi und Strolch, Siegfried und Roy und natürlich André und Steffi. Was ist das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung? Die beiden zeigen es exklusiv in den Freitagnacht-News. André und Steffi. Das Traumpaar des internationalen Tenniszirkus ganz privat. Mensch, André! Du hast mich getroffen, du Sau! Jetzt bin ich dran! Ich bin auch nicht bescheuert! Ich lass mir doch keinen Schläger in den Kopf ballern! Du Arsch! Das war doch abgemacht! Ja! Ich hab das Finger gekreuzt. Dann lass uns wenigstens Tennis spielen mit ein paar Pfunden runterkriegst. Tennis ist was für fette Schwuchtel. Du spielst doch selber Tennis. Damit bin ich fett. Dann spiel mal Fußball. Okay. Sag mal, habt ihr sie eigentlich mal alle? Schnauze! Schauen Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn André verliebt säuselt. Steffi, jetzt schmeiß endlich den verkackten Schiri aus dem Fenster! Wie es weitergeht mit André und Steffi, sehen Sie als Fotoroman unter www.freitagnachtnews.de. Bill Clinton sucht per Zeitungsannonce eine neue Praktikantin. Praktikantin bei Clinton, ein äußerst begehrter Job. Schon bei der Vorstellung läuft vielen jungen Damen das Wasser im Mund zusammen. Die Playboy-Lizenz soll neu vergeben werden. Favorit ist der Bauer Verlag. Dort wurde vorgeschlagen, das Heft gleich auf Kleenex-Tüchern zu drucken. Bernie und Ernst. Heute Sexspielzeug. So, das ist dann nicht Männerfrühstück. Kaffee und eine Kippe. Ah, das tut gut. Hallo, Ernst. Was? Mann, ich verstehe kein Wort, wenn du den Scheißknebel im Mund hast. Mann, Bernie, ich werde beinahe erstickt. Musst du mir denn jede Nacht dieses Scheiß-Folterdings ummachen? Das ist kein Folterdings, das nennt man Sexspielzeug. Und diese Handschellen hier, nennt man das auch Sexspielzeug? Klar, Erd, gefesselt zu sein steigert doch die Lust, das weiß doch jeder. Ach ja, und auspeitschen steigert auspeitschen auch die Lust. Mhm. Mein ganzer Rücken ist kaputt. Macht das etwa Spaß? Also mir ja. Ich halt das einfach alles nicht mehr auf. Oh komm, Erd, nicht mehr auf. Beruhige dich, ganz ruhig. Gibst du, dir hat's doch auch ein bisschen gefallen. Hat es nicht. Hat es doch. Hat es nicht. Hat es doch. Hat es nicht. Hat es nicht. Hat es doch. Aha. Na gut, irgendwie schon. Aber das mit den 6 Batterien, das war echt fies. Welche 6 Batterien? Welche 6 Batterien? Welche 6 Batterien? Na, die 6 fetten Batterien, die du mir gestern in den Arsch gesteckt hast. Ach die, das war was anderes. Ich zeig's dir, Ed. Ja. Das habe ich gemacht, weil mein ferngesteuertes Auto kaputt ist. Pass auf. Ich bleib hier. Du kannst froh sein, dass der Hubschrauber nicht kaputt gegangen ist.
Hollywood-Star Brad Pitt hat Imageprobleme. Mehrfach wurde der Frauenschwarm beobachtet, wie er Taxifahrern in den Hintern trat. Seitdem diskutiert ganz Hollywood die Frage, Trittbrettfahrer? Trittbrettfahrer, das war ein Wortspiel. Sie haben jetzt ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Bis gleich. Willkommen zurück. Als die ganze Woche wieder mal nur die Rede war von Nadel, Verona, Dieter, Ralf Siedel und Nadel, fiel mir spontan ein Wort ein. Achselschweiß. Weiß auch nicht warum. Zum Glück gibt es jetzt endlich ein Mittel dagegen. Endlich gibt es ein wirksames Mittel gegen Achselschweiß. Macht. Denn nur mit Macht bleiben deine Achseln trocken. Hol dir Macht. Denn wahre Sieger schwitzen nicht. Macht. Jetzt neu mit wirksamer 1000 Jahre frische Formel. Und nun noch die Themen der nächsten Woche. Sehen Sie dann? Unlogisch. Einarmiger betreibt Second-Hand-Laden. Computersprichwort. Der Apple fällt nicht weit vom REM. Und hoppla, Fahrradsattel total im Arsch. Mehr Freitagnacht-News gibt's unter www.mehrfreitagnachtnews.de. Hier bei RTL geht's jetzt weiter mit Heiner Bremers Nachtjournal. Setzen Sie sich deshalb bitte ganz nah vor den Fernseher, der Mann ist kurzsichtig. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, tschüss.